Ja, ich bin Shireen Shalhoub. Ich bin vaskuläre Chirurgin in Seattle. Ich bin auch außerordentlicher Professor für Chirurgie an der Universität Washington. Hier die Offenlegung. Ich erhalte Forschungsmittel von der Ehlers-Danlos-Gesellschaft, forsche zum Thema vaskuläre EDS und bin dann auch auf verschiedenen Gremien vertreten. In den nächsten 30 Minuten sprechen wir von den vaskulären Komplikationen von EDS, von den Investigationen. Die befassen sich hauptsächlich mit vaskulärem Ehlers-Danlos und ich möchte, dass Sie hier unterscheiden können zwischen Dissektionen und Aneurysmen und wie es weitergeht. Ich möchte dann auch über Beckenarterien und Leberarterien berichten. Ich möchte über Embolisierung reden, über die medizinische Betreuung und die Betreuung vor Ort, damit Sie nachher das Vokabular haben, das Sie brauchen. Hier haben wir die Aufteilung der arteriellen und der Aortapathologien, veröffentlicht links das Bild von der Mayo Clinic und rechts veröffentlicht durch uns. Hier haben wir die Verteilung der verschiedenen Pathologien der vaskulären EDS. Sie sehen, es kann jeden Teil des Arterienbaums betreffen, in 40% der Fälle die Beckenarterie. Und auch andere sind oft betroffen, nämlich die Leberarterie zum Beispiel. Und dann, was die grundlegende Terminologie betrifft, Aneurysmen sind Dilatationen über 1,5 mal normale Größe. Und hier haben wir dann das Problem einer Ruptur. Und das ist sehr wichtig, dass wir uns um Aneurysmen kümmern, weil wir Rupturen vermeiden möchten. Links sehen wir die verschiedenen Formen. Sie können spindelförmig sein oder als Blasen oder Säcke dargestellt sein. Und wir interessieren uns hauptsächlich für diese säkulären, welche besonders gefährlich sind, wenn es eine Ruptur gibt. Und hier haben wir Dissektionen, die sind nicht Aneurysmen. Hier haben wir die Innenseite einer Aorta, einer Arterie und sie wird hier zu einem Doppelkanal, wie Sie hier mit dem Pfeil erkennen können. Wir haben hier den falschen Durchschnitt und den echten Durchschnitt. Mit einem Ultraschallbild können wir hier die Dissektion untersuchen und wir sehen hier die Bewegung, wie sich das gestaltet und das kann in jeder Arterie und in der Aorta geschehen. Asymptomatisch, manchmal schmerzhaft und oft ist es auch der Fall, dass Leute mit einer Dissektion asymptomatisch sind. Und hier haben wir die Behandlung, Möglichkeiten und die Risikofaktoren. Rauchen ist sicher der größte Risikofaktor und dies in jeder arteriellen Erkrankung und insbesondere natürlich auch in EDS. Hinzu kommt auch hoher Blutdruck, natürlich ein Problem für die Dissektion. Und dann gibt es auch gesunde Lebensführung zu betonen und ein Screening-Programm, auf das ich noch zurückkomme. Behandlung, Beta-Blocker oder, und das ist nicht so wichtig, Vitamin C-Verabreichung und sagen auch viele, dass sie Aspirin einnehmen und dann geht es meistens um Aneurysmen und Dissektionen. Was die Übung betrifft, eine oft gestellte Frage, wir empfehlen ein moderat Level an Übungen und es gibt hier Modelle am Marfan-Syndrom mit Mäusen, die zeigen, dass regelmäßige Übungen, aber nicht zu viel, die Struktur der elastischen Fasern verbessert und aus diesem Grund empfehlen wir Übungen. Und was verstehe ich unter moderater körperlicher Tätigkeit? Spazieren, Schwimmen, aber nicht Kampfsport. Und
Fluorokinolone sind kontraindiziert. Das hat sich gezeigt in den Fällen, wo es Aneurysmen und Dissektionen geht, werden diese Komplikationen durch Fluorokinolon noch verstärkt. Was das Screening betrifft und die Betreuung in solchen vaskulären Pathologien, geht es um die Untersuchung von asymptomatischen Aneurysmen und Dissektionen. Wenn solche bekannt sind, können wir diese Fälle mitverfolgen über die Zeit und für die Diagnose und für die langfristige Betreuung. Es gibt hier Duplex Ultrasound, Computertomographie als Möglichkeiten und Duplex Ultrasonographie wird oft eingesetzt. Es findet keine Bestrahlung statt. Ich kann so gute Bilder darstellen der Arterien und der Bewegung der Arterie, wenn der Pulsschlag mitverfolgt wird. Hier haben wir unten eine Beckenarterie und das ist natürlich sehr praktisch. Wir wissen ja bisweilen, dass ein Aneurysma vorhanden ist und wir können so dieses beobachten, ohne dass wir diese Person bestrahlen. Und CTC ebenfalls, Computertomographie ist ein Mittel und da wird natürlich der Patient bestrahlt, da braucht es eine Kontrastlösung und das bedeutet auch eine intravenöse Injektion und dies mit einhergehenden Folgen und mit dem Computer können wir dann die Bilddarstellung vornehmen. In einigen Umständen, wenn jemand zum Beispiel die Eingeweide beobachtet haben muss, nehmen wir auch Kontrastflüssigkeiten besonderer Art. Und dann haben wir die Magnetresonanzbildgebung. Bestrahlung ist zu vermeiden, wenn möglich. Und hier braucht es auch eine Färbung. Auch hier wird das Bild dann wieder rekonstruiert. Und die Einschränkungen für diese Behandlung zeitaufwendiger. Und für Leute, die Platzangst haben, ist es vielleicht nicht einfach so lang in einem Scanner zu sein. So viel zu den Grundlagen der vaskulären Chirurgie. Wir möchten natürlich, dass die Vorteile eines Eingriffs überwiegen, wenn wir schon einen Eingriff vornehmen. In einem Fall von Aneurysma tun wir nicht alle Aneurysmen und Dissektionen behandeln, sondern nur dort, wo es erforderlich ist. Das kommt also auf die Größe an. Ich komme noch auf dieses Thema zurück, wann eine Größe einen chirurgischen Eingriff induziert. Und das bedeutet, dass hier fallweise entschlossen werden muss, ob ein Eingriff erforderlich ist. Die meisten Daten, die wir zu den Aneurysmen haben, kommen aus Studien und gehen auf das Beckengebiet zurück, sind abdominale Aorta-Fälle des Aneurysmus. Und hier haben wir also Ergebnisse, die nicht unbedingt auf EDS-Patienten bezogen sind. Und es wird eingegriffen, wenn ein solches Aneurysmus 5 bis 5,9 cm groß wird. Natürlich wissen wir nicht, wann der Schwellenwert so ist, dass eingegriffen werden muss im Falle von EDS-Patienten. Aber wenn wir feststellen, dass ein Aneurysma rasch wächst, empfehlen wir einen Eingriff. Und ich zeige dann noch, wie diese Eingriffe stattfinden. Zu den verschiedenen Behandlungsmodalitäten gibt es eine endovaskuläre Technik. Das sind minimalinvasive Systeme und da gibt es verschiedene Indikationen. Wir empfehlen also keine invasiven Tests. Möglichkeiten. Wir haben andere Möglichkeiten, um so Diagnosen anzustellen und
Im Allgemeinen empfehlen wir deshalb, seine solchen diagnostischen Interventionen zu verzichten, wenn es Probleme gibt mit einer Dissektion oder einem Aneurysma, dann versuchen wir, einen Eingriff zu planen. Und ich zeige gerade, wie es damit gestaltet ist. Und wenn immer möglich, arbeiten wir mit Stents bei den mittelgroßen Arterien. Und dies ist der Fall bei den Beckenarterien, den Nierenarterien. Und da empfiehlt sich ein Stenting, das ist weniger invasiv, aber im Allgemeinen möchten wir Stents nicht einsetzen. Ich komme noch auf die Gründe zurück. Endovaskuläre Reparaturen finden in einem spezifischen OP-Saal statt. Sie sehen das hier links und da wird mit Röntgenbild gearbeitet und dies wird auf dem Monitor dargestellt. Und Sie sehen hier, wie der Ablauf gestaltet ist. Ja, und jetzt zu diesen Aneurysmen, zu den säkulären, sackförmigen Aneurysmen. Rechts sehen Sie ein solches. Das ist, was Neurochirurgen sehen und wie sie vorgehen. Sie bringen einen Keul in dieses Aneurysmus ein, um diese Durchblutung durch das Aneurysma zu vermeiden. Es gibt auch andere Eingriffsmöglichkeiten. Hier haben wir Beispiele von Stents. Es gibt metallische Stents, die den Blutfluss nicht unterbrechen und werden in die Arterie eingeführt und öffnen die Arterie. Es können aber auch beschichtete Stents eingesetzt werden als Bypass. Und wenn wir so vorgehen, berücksichtigen wir natürlich, dass die Eingriffsstelle zu einem Problem werden kann. Deshalb verzichten wir so weit möglich auf diagnostische invasive Eingriffe. Und wenn solche stattfinden, wissen wir, dass es zu Komplikationen kommen kann. Hier haben wir ein Verfahren, das von Jim Black vorgestellt worden ist und wie so Komplikationen vermieden werden können durch die sogenannten spezifischen Plex-Vorgänge. Wenn offene Chirurgie angezeigt ist, wir reparieren die Arterie, nachdem dieser Stent eingeführt worden ist. Und dann wird hier mit einem filzartigen Teil gearbeitet. Bei Stentprothesen für die Aorta zum Beispiel gehen wir so vor. Hier haben wir die Stents, die innen ausgekleidet sind, die in die Femurarterie eingeführt werden. Und wir stellen fest, wie lange sie sein muss, um dieses Aneurysmus zu beheben. Und dann wird der Stentgraft entsprechend dimensioniert eingeführt. Sie sehen es hier und vergrößert und eingesetzt. Es gibt auch abdominale aortoendovaskuläre Reparatureingriffe. Hier können wir einen Aortoeingriff vornehmen. Sie sehen, wie das aussieht. Ein Beispiel eines Patienten mit vaskulärer EDS und seine Variante ist eine Haplininsuffizienz, bekannte Symptomatik, und Behandlung mit Stentprothesen hat sich bewährt, muss von einem vaskulären Chirurgen vorgenommen werden. Und Eingriff ist dann angezeigt, wenn eine gewisse Größe des Aneurysmus erreicht worden ist. Und natürlich wissen wir, dass die Gewebe schwächer sind und deshalb greifen wir nur invasiv ein, wenn erforderlich. Offene chirurgische Techniken, da gibt es verschiedene Techniken. Wir empfehlen eine behutsame Retraktion und das sind angepasste normale Verfahren für solche Patienten mit vaskulärer EDS.
Und jetzt komme ich zu den Aneurysmen der Aorta und der Arterie und die Sektionen. Und wir gehen nach Standorten vor. Hier haben wir eine Verbindung, die nicht normaler Art ist, zwischen der Carotis-Arterie und das hat dann Auswirkungen, als wenn eine Waschmaschine laufen würde, so beschrieben von einem Patienten. Und diese Verbindung der Carotis-Arterie und dem kavernösen Sinus offenbart sich so, wie dies auf dem Bild zu erkennen ist. Und hier wird so interveniert. Zuerst wird geröntgt, eine Angiografie mit Kontrastlösung durchgeführt. Sie sehen, wo die betroffene Stelle lokalisiert ist. Sie sehen hier das Kontrastmittel und das Coil-Material, das eingeführt wird. Und dann komme ich zum weiteren Thema, exkraniale Carotis und die Sektionen in der Nackenarterie. Dort gibt es vier Arterien zu berücksichtigen und oft treten dort kleine Aneurysmen auf oder Pseudoaneurysmen. Normalerweise sind es eher Dissektionen und dann gibt es dort in der Dissektion Ausbuchtung. Sie sehen, mit dem Pfeil sind die Stellen gekennzeichnet, die mit dem CT-Scan entdeckt worden ist, und daneben haben wir das Bild des CT-Computerdiagramms selbst. Rechts ein Buch, das ich Ihnen empfehlen kann für jene, die solche Probleme haben, ist von einem Sprachtherapeuten mit verfasst worden. Und dieses Buch ist in der Laiensprache gehalten, Sie können es also gut lesen. Im Allgemeinen empfehlen wir für Behandlungen Antiplättchentherapien. Es gab einen randomisierten Versuch und dort wurden die Patienten mit Aspirin oder einer Antikoagulationstherapie behandelt. Und es zeigt sich zusammengefasst in dieser randomierten Studie, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Antiplättchen- und Antikoagulationstherapien. 250 Patienten und die erste Therapie ist meistens eine Antiplättchentherapie. Und wir operieren nicht, denn wir wissen, dass hier der Eingriff schlimmer ist als die Indikation. Und deshalb ist die Behandlung hier die Antiplättchentherapie. Und je nach Symptomen passen wir die Behandlung an. Aber das ist das Grundprinzip, das uns leitet. Es gibt natürlich auch Aneurysmen in extrakranialen Carotis-Arterien. Und die sind sehr selten in der allgemeinen Bevölkerung. Diese Aneurysmen machen etwa 1% aus. Und hier ist ein Fall gezeigt von Jim Black. Diese Frau hatte einen Aneurysmus in der Carotis, in der Halsschlagader. Und dieses Aneurysmus wurde aus dem Zirkulationssystem genommen durch ein Coil. Und hier haben wir die weiteren Arterien und ihre Aneurysmen in der Arterie unter dem Schlüsselbein. Sie sind hier gekennzeichnet, die scharfen Stellen grün, Entzeichnung für die, die farbenblind sind. Und das ist recht häufig bei Patienten von vaskulären EDS. Hier ein 18-jähriger Patient, ein Mann, wurde behandelt mit einem Stent. Das sind beschichtete Stents, die ich Ihnen schon gezeigt habe. Der Arteriendruckfluss ist gewährleistet, aber gleichzeitig wird die Ruptur versiegelt. Und ganz rechts sehen wir ein Aneurysmus in der Arterie unter dem Schlüsselbein mit einem Coil aufgefüllt. Hier brauchte es einen hybriden Ansatz mit einem Bypass und einer Schließung des Aneurysmus durch einen Coil.
Und jetzt komme ich zu Dissektion, Aneurysmen in der Beckenarterie. Und links mit dem Pfeil sehen wir im CT-Scan die Arterie und dann dreidimensional dargestellt. Rechts haben wir die Anatomie der Arterie hier im abdominalen Bereich. Und kann aber auch eine andere Arterie sein, die hier betroffen ist. In diesem Bild hier haben wir eine Leberarterie mit einem Aneurysma und die ist ebenfalls mit einem Stent behandelt worden, mit einem beschichteten Stent, um die Zirkulation aufrechtzuerhalten bei gleichzeitiger Behebung des Aneurysmus. Und links ein Beispiel für eine weitere Arterie der Milzarterie. Da haben wir eine Embolisierung vorgenommen. Die Zirkulation ist gewährleistet, da kann also eine Embolisierung kein Problem mit sich bringen. Und Sie sehen dieses Drahtmaterial, das eingeführt worden ist, um die Embolisierung vorzunehmen. Ja, und jetzt zu der nächsten Arterie, der Arteria superior mesenterica. Und da gab es eine Dissektion und in dieser Dissektionskategorie, wenn es symptomfreie Fälle sind, gibt es keine Intervention. Wenn Schmerzen gegeben sind, aber die Zirkulation nicht ganz gestoppt ist, behandeln wir mit einer Antiplättchen- oder Antikoagulationstherapie. Und nur wenn die Blutversorgung ganz unterbrochen wurde, müssen wir als Notfalls eine chirurgische Intervention vornehmen. Die Daten hier von Allcomers zeigen, dass für Patienten mit vaskulären EDS die Patienten asymptomatisch sein können. Ich behandle sie normalerweise mit der Antiplättchentherapie. Und hier haben wir die Aneurysmen der Beckenarterie. Viele Patienten haben die. Da sind drei Fälle. Eine Frau von 42 Jahren, der Pfeil zeigt auf das Aneurysmus, eine Dilatation der Arterie. In der Mitte ein Patient von 65 Jahren, ein Mann mit einer bekannten Mutation. Sie sehen das Aneurysma, das ist ein gutes Bild. Das Bild des CT-Scans oben rechts und Sie sehen, das Aneurysmus sieht aus wie ein Ping-Pong-Ball. Auf der anderen Seite ein kleineres Aneurysmus. Und gelb gekennzeichneter Pfeil, wo das Aneurysmus lokalisiert ist. Und dieser Patient ist mit einem Stentgraft behandelt worden, den ich schon erwähnt habe. Rechts ein Bild von Jim Blacks, offene Intervention für die Behebung eines Aneurysmus an einem Patienten mit vaskulärer EDS. Und zur externen Beckenarterie, die Sektion links, sehen Sie mit dem Pfeil gekennzeichnet, diese Arterie, die externe Arterie und wo der Pfeil hinzeigt, das ist die Beckenarterie und die gemeinsame Beckenarterie oben. Und da gibt es oft eher eine Dissektion als ein Aneurysma. Und ganz links sehen wir den Fall eines jungen Patienten, der einen Stent erhielt, einen beschichteten Stent und auf diese Weise konnte man dann zwar eingreifen, aber dann war die Durchblutung zum Bein behindert. Deshalb musste man chirurgisch eingreifen, trotz Stent. Hier haben wir Blutung im abdominalen Bereich und die Arterie hat jetzt keinen Namen, wo die Ruptur stattgefunden hat. Und wir setzen hier den Blutdruck runter, damit die Gefäße weniger druckgefährdet sind. Das geht, wenn die Patienten nicht sehr alt sind und wenn jemand Blutverdünnungsmittel nimmt, reduzieren die Blutverdünnungsmittel, verordnen Bettruhe und wenn keine dieser Maßnahmen funktionieren, nehmen wir ein Angiogramm vor und eine Embolisierung, falls erforderlich.
und bringen diese Coils rein oder embolisieren den Bereich. Zusammenfassend, die meisten Dissektionen Aneurysmus können so behandelt werden, wie ich das schon erwähnt habe, nicht invasiv, durch Blutdruckkontrolle, durch Aspirin, durch Vermeidung von Fluoroquinolol. Und wenn eine Reparatur angezeigt ist, dann ist es besser, es ist eine geplante Intervention. Deshalb braucht es eine genaue Beobachtung, damit es kein Notfalleingriff sein muss. Und dies, wenn möglich. Wir sollen nicht zuwarten, bis es zu einem Notfall wird. Und wenn die Diagnose bekannt ist, dann kann der Eingriff besser geplant werden. Es gibt hier eine Studie, die die ganzen Fälle untersucht. Es muss besonders behutsam vorgegangen werden im Fall eines vergrößerten arterischen Aneurysmus, eines Bruchs. Ist ein Eingriff erforderlich? Und offene Eingriffe sind nur dann angezeigt, wenn alle anderen nicht möglich sind. Und da ist Vorsicht geboten im Falle von vaskulären EDS-Patienten. Und wir arbeiten mit der Ehlers-Danlos Society zusammen, um genau zu evaluieren, was möglich ist. Und die Rolle der endovaskulären Aorta-Stent-Prothesen muss noch untersucht werden. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich zeige noch auf Studien für Ehlers-Danlos und hier die Information zum Thema. Ich bedanke mich für die Zeit und ich freue mich auf Ihre Fragen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.